Weiße Kabel geht in der High Voltage Trafo. Hier haben wir Spargap, meine alte Arbeit geht. Diese Kabel nicht. Hier ist Eingang für 3, sieht man, ja, 3 Volt, 110 mA. Das ist für Hochspannung Trafo und Hochspannung Driver. Und diese zweite ist 12 Volt, jeden ein Ampere für diese Inverter mit BDX 53C mit 5 von 5 IC Schaltung. Hier ist ein Fan-Ventilator, weil das Transistor sehr, sehr heiß ist. Okay, was haben wir hier? Diese 1, 2, 3, 4, kann man sagen, 4,5 sind für Hochspannung Trafo. Ein weißes Kabel, diese blaue, geht hier Hochspannung Trafo und diese schwarze ist Erdung. Auch Erdung ist diese rote. Ich nutze ihn sie nicht, nur das. Okay, diese rote Kabel, ein Ende und zweite Ende sind für Inverter. Auch die blaue ist positiv. Okay. Die blaue ist positiv. Hier positiv geht in der eine Ende in der roten Kabel drin in der Tesla Spule. Der zweite Ende ist hier und geht hier an den Transistor. Okay, was ist die braune Kabel? Sind nur von Ausgang Spule. Hier ist eine Ende und zweite ist hier. Eine Ende ist First Layer und zweite Layer. Hier 12 Turns und hier 12 Turns oder Windungen. Okay, hier geht diese Ausgangskabel. Hier. Hier. Ja, hier habe ich Filter, Kondensator 250 Volt, ein Mikrofarad
250 Volt AC. Und als Load ich brauche ich nutze drei eine LED-Lampe mit sieht man das 3 Watt 5 3 Watt und 240 Volt maximal 50 Hertz sind 38 LEDs hier. Dann machen wir an. Zuerst diese Inverter. Ja, alles ist okay. Und jetzt ich schalte aus. Okay. Ich schalte an. Und hier ich schalte an Hochspannungquelle. Das war für erster Test mit 3 Watt LEDs an 240 Volt Spannung mit zwei Netzgeräten, erster und zweiter. Zweiter ist Universal Netzgerät mit Regulator 12 Volt und Spannung 1 Ampere oder 1000 mA.
noch einmal. Diese ist eine Leitprobe für Hochspannung. Nichts. Aber wenn ich schalte an, ja, sieht man hier, es blinkt.